Ja, und wer ist wieder gestorben? Du. Ja, du wie immer. Ja, cool. Was heißt denn, hau hin! Ich guck mir erstmal nicht mehr. Am besten so quer. Ich hab keine Mana mehr, oh mein Gott. Ich würde sagen, wir machen verhältnismäßig ähnlichen Schaden, nur die Sache ist die, dass ich das permanent mache. Ey, kann ich die Musket verkaufen für 2 Gold? Soll ich das machen? Hm? Was? Soll ich die Musket verkaufen? Ja, ja, mach. Okay, gut, dann hab ich ein bisschen. Tom, okay, dann hab ich zur Base, komm her! Dynamit. Kommt her jetzt! Dann. Wieso sollen wir so weit laufen? Kann ich mich porten und dann kommt er trotzdem her? Ja. Ich hab mich geportet. Jetzt müssen wir hier in der Base kurz warten. Der ist gleich da. Nurse, heil mich. Ah, oh, apropos, gute Idee. Da ist er. Wo? Die Musik. Da ist er. Ne, hier im Haus ist es echt unpraktisch. Komm mal hoch mit dem. Dann lohnt sich das viel mehr, wenn ich das mache. Ah, der droppt hier im Haus ziemlich blöd. Ja, also lass rausgehen. Raus. Ja, kommt raus. Okay. Ah, das ist klar, die Kopfteil. Was geboten. Oh. Alter, ich läge gerade total rum. Ah. Das geht gar nicht. Oh. Gib mal mein Geld auf. Ich bin auch tot. Oh. Toll. Toll, alle tot. Ja, ich konnte nicht mehr so schnell dagegen fuden. Das ging nicht. Auch Gold. Ach, die kann man teilen, dann sind das immer mehrere. Ja. Das ist ursprünglich nur ein großer. Ja. Okay, jetzt verstehe ich's. Wow, wie der Kopf weggeflogen ist, ey. That was great shark. Komm schon her, her mit dir. Wo ist er hin? Da kommt er. Ach da. Der springt immer raus und dann... Lass mal irgendwo zur Seite gehen, dass das schräg rauskommt. Ja, nee, wir kommen aufs Haus. Einmal durch die ganzen NPCs. Hab ich ihn. Penner Claim, jetzt hast du alles bekommen. War irgendein Item dabei? Geil. Also ich hab noch ein Item für Mana. Shadow Graves. Das ist ein Equipable, 6 Defense und geil. Gib mal her, bitte. Die passen zu meiner Rüstung, ich geb dir was Tolles für. Okay. Hurra, du bist nett. Ey, du... Komm mal. Goldschuhe. Yeah. Geil. Ich hab noch was für dich, Tom. Ich krieg auch noch was? Cool. Ich werd hier voll gepumpt mit allem, was hast du mir gegeben? Danach hab ich Dämonit, Ohr hab ich noch. Weilethorn. Summons a Weilethorn. Ja, das ist das. Jetzt haben wir auf 2, oder wie? Jo. Nice. Dann setz ich mir anstatt dem... Alter, ich kann die ganzen guten Sachen hier gar nicht mal anständig einordnen. Ja, dann gib mir was ab. So, ich schau mal kurz. Okay, ich kombiniere das jetzt so. Dann das. Ashblock. Und Mana, wie kann ich Mana wiederherstellen? Mit Stern. Können die Nurse mit dir auch herstellen? Keine Ahnung. Die Dryad ist tot. Okay, brauche ich einen Stern. Jetzt müssen wir irgendwo den Meteoriten finden. Tu mal wieder die ganzen Shadow Skulls und so Skulls. Jo, und so hab ich gemacht. In die Truhe. Dann mach ich auch schnell. Jo. Sekunde. Ich lass mich mal das ganze Dämonit-Erz benutzen, um was zu craften. Arsch mich doch nicht, Mann, wie schnell bist du? Ich craft mal. Wobei, ich brauche mehr Dämonit-Ore. Braucht irgendwer eine Silver Chainmail? Dämonit All. Nö, die gib mal, kann ich mal in die andere Kiste gerade rein? Ja, warte, ich guck grad. So, hab nix mehr. Okay. So, ich schau jetzt mal, ob ich da irgendwas besonders mit herstellen kann. Erstmal Dämonit All. Da waren aber noch ein paar Dingens, ne? Hier, ein paar Orbs. Sollen wir nochmal? The Breaker. Überhammer, dann so eine Nightmare Pickaxe. Ja, die Nightmare Pickaxe. Kann ich 3 Stück mitmachen? Geil, mach mal. Für jeden. Ja, gib mir mal auf jeden Fall eine, weil ich brauche 6 Shadow Scales und da hast weil du eine Dani. Und da hast du eine Clemmy. Jawohl. Und die hat jetzt beide Dani bekommen. Dani, gib mal die weiter. Gib mal mir. Jetzt hab ich sie. gib.
Mit der kann man, da, glaub ich, hol sie dir. Eine... Da, nee! Oh, geh jetzt runter, Alter, zu Clemi und gib sie ihm da. Ja, ja, gib her. Komm. Ja, okay. So. Yeah. Nee, weil ich glaube, damit kann man jetzt unten die Feuersteine, Obsidian und so, kann man alles abbauen. Geil, gehen wir also runter, oder? Nee, wir gehen erstmal, glaube ich, erstmal da. Warte, ich kann's ja mal ausprobieren. Ich place mal so einen Scheißblock hier. Mal ausprobieren, ob wir den damit wegbekommen. Wenn nicht, dann ist das schlecht. Hau hin. Jawohl, der geht damit, oder? Nee. Ja, geht. Jo, geht kaputt. Okay. Kaputt! Dann können wir jetzt noch ein paar Orbs farmen gehen. Nice. Meine Muskete verkaufe ich mal, die ist richtig scheiße. Ja. Und die hätten wir eh nur behalten müssen wegen dem Armstealer und den haben wir jetzt. Hey, ein Stern. Ey, die Scheiße ist, wenn der Armstealer tot ist, ne? Aber, nee, der gibt dann verkaufe ich Scheißwaffen. Nein, der hat eh scheiße. Die Endwaffe ist übelst nice. Very fast. Speed steht da. Kostet 50 Gold. Ja, aber... Tom, komm mal zu mir. Warte. Bleib stehen. Jetzt. Du musst dann trotzdem die Munition kaufen, das ist total beschissen. So, let's go. Moment. Ich benutze übrigens keine Magie jetzt, also ich spare die Sterne lieber auf, um dir mehr. Könnt ihr eben noch Dynamit kaufen? Habt ihr noch Gold? Ich hab 4 Dynamitstangen. Ja, aber du hast sowieso noch genug, oder? Ja, ich hab noch 5 Stacks. Ja, aber ich behalte mal die Sterne und geb sie dir dann, Dani. Damit du dir mehr Mana holen kannst, weil ich werde sowieso so gut wie kein Mana benutzen, glaube ich. Ja, du hast ja deine Keule da. Keule. Die macht übelst viel Schaden, ey, das geht gar nicht. Ja. Vor allem wenn du einmal mit deiner Keule schwingst. Ja, das mit dem Meter of Worlds. Ich meine, nichts gegen deine Dorn, die machen schon geilen Schaden, aber die kannst du nur übelst selten benutzen und ich mache einfach mal das Doppelte und kann das permanent machen. Ja. Pass auf, wenn ich mehr Mana hab. Eben, dann kannst du ganz viele übereinander legen, dann wird's derbe. Ja. Deshalb sage ich, du brauchst Mana, ich behalte meine Keule. Je mehr Mana ich habe, desto, ich glaube, dann würde ich sogar mehr Damage machen als mit deiner Keule. Ja, wenn du ganz viele stacken kannst, auf jeden Fall. Eben. Ansonsten, wir brauchen ja gar kein Dynamit. Wir können ja jetzt die ganzen Steine so weghauen. Stimmt. Aber trotzdem, so geht's schneller. Psu, 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 psu. Stirb, Zombies. So, mit der Zeit wird das Spiel cool. Ja. Das war aber vorher schon geil, das Spiel ist übelst geil. Ich glaube, das Let's Play wird auch erst ab jetzt wirklich interessant. Also, bisher haben wir ja nur so gefarmt für diesen Moment. Mhm. Ja, aber das Spiel gefällt mir echt mehr als Minecraft. Hier sind auch einige Sterne, ich kann dir jetzt schon 3 Sterne geben. Ja, aber man muss bedenken, es ist vor kurzem erst rausgekommen, ne? Wenn es erstmal fette Updates gibt, dann kann man das schon nicht mehr mit Minecraft vergleichen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, das ist halt 2D, das ist dafür nicht 3D. Minecraft kann ja auch noch ordentlich was werden. 4 Sterne? Ja. Kommt mal her, Leute. Ja, aber... Ich bin im tiefen Loch. Was für Löcher treibst du dich da wieder rum? Ich grab mich mal hier nach unten. Das Auge leckt mir hinterher. Oh. Wo seid ihr denn? Ich habe hier schon meine Kugel. Ihr geht dann nicht in die. Diese ganz linke Kugel, die du gefunden hast, die mache ich jetzt, Dani. So, bist du gestorben? Na! Ich habe den Grappling Hook nicht gefunden. Oh. Das ist bitter. Halt's Maul. So. Kein falsches Mitleid. Was war da jetzt drin? Ich hab nochmal so ein Ding bekommen. Der erste. Jetzt müssen wir noch 2 weitere finden. Ich schau mal grad. Orb of Light. Uses 40 Mana. Creates a Magic. Oh, das ist so geil. Dann läuft hier so eine Lichtkugel hinterher. Dann wird der Mindhelm überflüssig. Aber den kannst du mir lassen, wenn ich mehr Mana hab. Naja, das dann ist jetzt so ein Ding, was dir aber nicht viel. Was dir aber keinen Unterschied macht, der mehr Mana hat. Wieso, klar. Außerdem finden wir da sicher noch ein paar. Kannst es ja nicht benutzen. Jo, erst wenn ich 40 hab. Bleibt das Ding auf ewig? Ne, 5 Minuten oder so, aber ist quasi ewig. Dann muss es halt recasten. Ja, aber es verbraucht 40 Mana. Ja, du kannst es halt noch nicht casten, ne? Hm. Wir haben ja gesagt, ich bekomme zuerst die ganze Sterne. Jo.
Warte mal, wenn wir hier unten sind. Oh mein Gott, nicht die Goblin-Arme. Alles, nur nicht die Goblin-Arme. Was ist das da für Zeug, was da ist? Liest du überhaupt mit? Ja. Aus dem Westen kommt sie. Ja, die kommt von links, Alter, und wenn die unser Haus belagern. Das sind so scheiß Goblin-Viecher, so Mages und so und. Oh. Geil. Es werden so viele Goblins sein, wie wir insgesamt an Max Life haben. Das ist 160 und also genug. Ja. Da freue ich mich schon auf meinen Morgenstern. Und dazu jetzt noch ein Eater of Worlds beschwören, oder wie? Das wäre keine gute Idee. Also den dritten Orb, falls wir einen finden, lassen wir erstmal. Ja, wir haben doch erst einen Orb zerstört. Ja. Ich mache jetzt noch einen zweiten. Also ich hab ihn gleich down und danach lassen wir's. Clemi, lass mich Wieso? Das. Ich habe noch einen zweiten Orb auf Light bekommen, lol. Ja, den kannst du mir dann geben. Jo. Ja, ich benutze mal den Spiegel. Lol, wieso verpissen sich mal, alle? Ich guck mal, ob hier irgendwo ein Orb noch ist. Und ich leg mal in eine Kiste die vier Sterne und den Orb of Light rein. Clemi, ignoriere die Orbs jetzt. Oh, Alter, hier oben, das ist ein Altar, wo du gerade drauf stehst. Ja, was hast du da gemacht? Hast du den abgebaut? So, soll ich? Nein. Wieso? So, mit dem Hammer jetzt kommen wir schnell zur Basis, Leute. Der ist irgendwie noch zur Hälfte da. Wir können hier jetzt an diesem Altar können wir diese Komm Augen mal, Goblin-Armee, danach können wir die Augen beschwören. Ich hab Angst, okay. Hier allein im Haus zu sein. Ich hab keine Mana, also keinen Spiegel, deswegen. Yeah! Oh, abgefunden, ne? Lass dich sterben. So, ich hab mir wieder ein paar Sachen gemacht. Hier ist noch ein Orb. Auf in den Westen! Das erinnert mich an das Buch Im Westen nichts Neues. Ja, der Film war echt hart. Der Film? Ah. Hast du dir da eine Verfilmung von geschaut? Ja, ich hab auch den Paul Bäumler, oder? Keine Ahnung. Hab ich mal in der Schule gesehen. Eben, Schule. Ich habe einmal, glaube ich, das Buch gelesen und den Film dazu gesehen. Ja, eben, haben wir auch in der Schule gemacht. Nee, wir waren so voll, wir haben nur den Film gesehen. Nice. Wir mussten also ein beschleunigtes Lesetagebuch schreiben. Oh, pass auf, die kommen noch. Die müssen ja erstmal von ganz links zur Mitte laufen. Ich lauf schon nach ganz links. Und wir können so lange den Tempel abbauen. Dann kriege ich noch mehr Steine. Soll ich so lange Eater of Worlds beschwören? Ja. Nein. Ich gammel hier immer noch in der Corruption rum, weil ich hier nicht rauskomme. Oder du beschwörst ihn und gehst dann direkt sterben. Ja, mach mal. Könnte ich machen, aber dann würden wir alle sterben. Nee, mach mal. Wir gehen dann nach Hause jetzt mit dem Spiegel nochmal. Das reicht noch. Ja, dann kann man wer rüberkommen, mir Spiegel bringen. Mach jetzt mal schnell. Go, beschwör ihn. Lol, okay, hast du gut. Eater of Worlds? Ja, mach. Ja, yeah, beschwör. Go, go. Ja, dann zerdeck ich aber. Egal. Egal. Sind die Goblins schon da? Nee, die sind nicht da und deshalb mach jetzt. Nehmen. Ja, ich bin schon weiter weggerannt. Ich muss jetzt erstmal wieder dahin. Ach, auf Einzelopfer kann man keine Rücksicht nehmen. Clemi, tsch, tsch, tsch. Oh, geil. Tsch, tsch. Ich schlag dich. Ich bin der mit der Axt, Alter. Der mit der Axt. Der mit dem Vorschlagshammer. So ein scheiß Wurm, der nervt. Der mit dem Vorschlagshammer, ey. Komm schon, beschwör ihn. Ja, wie denn? Hier ist so ein Wurm, den Orb zerstörst. Leute, jetzt haben wir vier Nurses bei uns. Dauert ewig, bis dieses Gestein da weg ist. Oh, jetzt habe ich einen Trank zu mir genommen. Da kommen die Goblins. Oh oh. Soll ich ihn immer noch beschwören? Nee. Nein. Soll ich es trotzdem einfach mal. Nein. Bleh. Lass dich sterben, komm her. Ich soll mich sterben lassen? Ja, komm her. Ja, beschwör einfach, okay. Scheiße. Oder nee, bleib da, die Goblins sind bis jetzt noch. Auszuhalten. Eater of Worlds, ich geb dir gleich, Penner. Kommt mal her, Leute. Ja, das wird jetzt heftig. Goblin plus Eater of Worlds. Alter, fick dich doch. Willst mich verarschen, Alter. Das schaffen wir locker. So heftig ist das nicht. Ist machbar. Komm mal her hier vors Haus. Ich sterbe. Das ist machbar, Leute. Der fickt, der pisst sich doch die Hose, dann stirbt. Kommt jetzt her! Scheißbein. Vor's Haus! Ah, nimm den scheiß Heiltrank zu dir! Nimm. Nein! Was nimmt den scheiß Heiltrank nicht zu sich? Dieses scheiß Ding!